Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind heute von Carcassonne in Südfrankreich, etwa 420 Kilometer in Richtung Atlantikküste nach Spanien gefahren. Der Ort hinter mir, Hondarribia, von Frankreich aus gesehen, liegt ja gleich hinter der Grenze. Und ja, der Atlantik ist gleich um die Ecke. Wir sind hier in Spanien, der Ort heißt Hondarribia und da drüben auf der anderen Seite, das ist Frankreich. Yachthafen. Da oben ist der Campingplatz beim Berg Reis Cubel und unten ist die Altstadt. Hondarribia von oben.
Wie geht's dir denn jetzt, Eddie? Mir geht's gut. Warum? Ich habe sehr gut gegessen. Ehrlich? Also wirklich nette Vorspeisen, tolle Gambas à la Plancha, vor allem der Nachtisch, den mir mein lieber Mann zur Hälfte weggefuttert hat. Ja, ich auch noch, ja. Wein war lecker, Aperitivo, okay, sehr schön. Prima. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir da ans Meer. Und der Lodder wird sich eine Zigarre in den Mund stecken. Aha. Zum Rauchen, nicht zum Essen. Ja, der letzte Blick am letzten Abend in Hondarribia. Sag mal, wir können doch jetzt da so mal so ein bisschen runterwandern. Ja, na gut, machen wir jetzt. Okay.